Ihr alten Weltraumkapitäne, willkommen zurück zu Marauders. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen umgeschaut, wie das neue Update so aussieht, sind ein bisschen rumgeflogen, haben ein bisschen gequestet. Jetzt sieht's so aus. Jetzt habe ich den ersten Auftrag hier erfüllt, dass wir drei Schrott abliefern sollten bei den Kollegen hier und jetzt sollen wir einen Gabelstapler finden. Irgendeinen anscheinend. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass wir das beim ersten Mal gemacht haben, dass wir einen Gabelstapler ge aktiv gesucht haben, keine Ahnung. Vielleicht reicht das ja, wenn man irgendwie dran vorbeiläuft. Ja, mach sein. Okay, letzte Runde haben wir uns ja die Met hier erspielt und eine coole Rüstung. Und damit starten wir jetzt einfach mal rein. Dietrich, kann ich noch nicht craften, da brauchen wir Stufe 3 für. Wollte ich nämlich clevererweise mitnehmen, geht aber noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach rein, gucken, was das Spiel uns jetzt für Nebenaufträge ausspuckt. Und dann heißt das ja für uns einfach erstmal, ja, leveln und gutes Zeug rausschleppen, so viel wie möglich. Mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, das stand hundertprozentig auch in den Notes, aber durch diese Vergrößerung der Welt, das habe ich auf jeden Fall gesehen, 40% größer soll das ja alles sein. Ist ja auch logisch, wenn da jetzt immer zwei Anlaufstellen mit drin sind. Ist das, ob da jetzt auch mehr Spieler mit reingeworfen werden, ja? Also würde ja theoretisch Sinn machen. Auf der anderen Seite, wenn es so bleibt wie vorher, dann würde sich das ja auch wahrscheinlich zu doll verlaufen, ne? Würde man gar keinen Spieler mehr treffen. Babs. Neuen Sounds finde ich auch echt gut. Gefällt mir. Sind so Kleinigkeiten, ne? Aber die machen das am Ende aus. S-Captain killen. Das Händlerschiff. Und die Banküberweisung im Raumhafen. Na gut. Probieren wir es mal. Ah, hier ist gleich vorne. Ist die Frage, da hinten ist die SA. Die Marinebasis, da können wir auf jeden Fall so einen Commander erschießen, aber der ist uns ja letztens auch so über den Weg gelaufen, ja? Na komm, Digga, du willst da rennen, oder? Oder ist so auf den Sack? Da kommt auch noch einer. Was jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit frisst, ist, dass man jetzt logischerweise vielleicht auch ein bisschen erkundet, weil der cool ist, ja. Liegt ja sicherlich auch eher eine Handelsfregatte hier rum. Alter, werden wir beschossen von einem Lappen? Was hat er denn für ein Fuckproblem, Mann? Schlimmer Kopf, Alter. Sei es mir egal. Wir sind drin. Scheiße, hätte ich irgendwie überhaupt keinen Bock mehr, wenn ich ihn sehe. So, jetzt mit dem Mauskübel in der Dinge drauf schießen. Keine Ahnung. Holt mich jetzt überhaupt nicht mehr ab. Hätte ich keine Lust drauf. Weil es so lange dauert. Bisschen was anderes wäre jetzt hier mit diesem 100 mm Geschütz, was wir mal drauf hatten. Ich glaube, da reichen drei Treffer. Thank you.
Oh, ich sehe gerade nicht durch. Was ist das denn? Banknoten? Wie ist der Wagger denn schon aggressiv von mir? Ich weiß ja nicht, ob ihr seine Schritte auch immer süd hört wie Icke. Ach, guck mal. Der Pilotenhelm. Ich meine, dieses MG, wenn man das ballern hört, ja, das verschafft auf jeden Fall Respekt.
Können wir dich aber einfach abhauen? Viel besser wird es vermutlich nicht werden. Aber kann man schönere verkaufen als ein MG, ja? Und einen coolen Helm haben wir jetzt auch. Kaputten Kahn hier. Ja, vielleicht schon deswegen die gute Entscheidung abzuhauen, ne? Bevor uns hier jetzt noch irgendjemand auf Korn nimmt. Ich muss bloß mehr versuchen, in die Richtung zu gehen, dass wir mehr Aufträge erfüllen. Weil Geld. Klar, zum Anfang nicht verkehrt, erstmal ein bisschen was anzusammeln, aber. Letztendlich wird man da später so viel von haben. Haben wir ja quasi bei unserem ersten Durchgang gesehen. Ich hatte nachher 2,5 Millionen, glaube ich, am Ende. Und du wusstest ja nicht mehr, wo du es hinstecken sollst, da es ja noch nicht so eine Sache gibt wie ein Hideout oder sowas. Man lag aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass man zu wenig Sachen kaufen konnte beim Händler. Der hat ja nur Scheiße gehabt. Den hast du letztendlich, hast du dem alles immer nur verkauft. Und wenn mal die Not ganz groß war, mal eine Weste geholt oder so. Aber ansonsten, ja nicht, ne? Weil die nur Plunder haben. Dann haben wir schon mal Stufe 2 erreicht. Unsere Genauigkeit liegt wenigstens bei 50%. Die Hälfte der Schüsse treffen doch. So. Benutzen, ich kann es halt nicht. Ich kann mit dem Ding halt nicht um, ne? Wenn man da irgendwie mal eines Tages ein bisschen was raufbauen kann, bin ich dabei. Die Banknoten bin ich auch gespannt, was es dafür gibt. Das kann natürlich weg. Weg. Das ist ein absoluter Sammelgegenstand. Metallbleche. Na guck mal, hier haben wir ja schon einen Haufen. 9 mm. Ja, zum Anfang braucht man irgendwie alles noch, ne? Machen wir schon mal eben volle Z-Munition. Na guck mal, dann können wir ja theoretisch. Ich muss hier unbedingt aufräumen, wenn ihr nicht mehr da seid. Wenn ich euch rausgeschmissen habe, räume ich erstmal meine Bude auf. So. Level 3 haben wir leider noch nicht. Weil mit der Munition könnten wir eigentlich schon unsere SVT spielen. Ja, ich geh mal machen. Erstmal verkaufen wir Zeug. 10.000 plus. Wie, du musst jetzt bei dir auch reinpassen? Ist ja lächerlich. Cash, Cash. Oh, immerhin 2.000, ja, für 3 Banknoten. So. Schön toll. Oh, satteln wir mal schnell um hier. Sonst brauchen wir eine Schwetter. Komm, wir nehmen noch einen zweiten Verband mit zur Sicherheit. Und dann. Direkt drin. Dab, dab, dab. Also, was ich mich gerade gefragt habe, ob er die Quest jetzt für jeden Map-Beitritt gelten oder jede mal neu ausgewürfelt werden.
Könnte ja auch sein, ja? Na, dann wird man ja richtig vorankommen, wenn man es richtig macht. Komm. Das ist halt so angenehm bei Marauders, ne? Man ist so schnell, kann schnell coole Rüstungen und Waffen haben. Einfach nur durch Glück, ne? Bestraft den auch nicht das Spiel, wenn man mal jetzt irgendwie seinen Charakter quasi richtig runtergefahren hat. Dann geht man halt als Lappen rein. So ohne irgendwas, aber kann trotzdem dein Geldzeug bekommen. Ah, guck mal, wird wirklich jedes Mal anders gemacht. Eieiei, ah, okay. Auch gut zu wissen. Also, der macht es doch Sinn, das ist doch cool eigentlich, ne? Man als Verdammt, man muss die eh eine Chance, diesen Quest, also diesen Auftrag zu erfüllen. Aber dadurch, dass sie hier angepasst sind. Ah, ich glaube, es ist eine Änderung, die okay ist. Wobei das andere halt auch lässig war, ne? Sich jetzt selbst auszusuchen. Da musste man zwar vielleicht öfter spielen, um den richtigen Bereich zu treffen. Aber dann hätte es vielleicht auch schon gereicht, dass man zwei Möglichkeiten hat, so, ne? Dass man vielleicht einfach so lässt. Okay, ganz ruhig, Brauner. Ich möchte aber eigentlich gar nicht auf den Terraformer gehen. Schön der Affenzwilling da hinten dran wieder. Oder zerschießt der einer der Geschütz? Ah, da hinten. Oh, ist das weit weg, krass. Mal ein bisschen undercover werden hier. Unterm Radar gleiten. So, und jetzt hier so schön in so einer Nische so eine Fregatte oder was finden. Ich weiß nicht, warum mir jetzt in die Mine zieht, weil. Aber da kann man vielleicht rauskristallisieren, was man dann noch schlimmer findet als die Mine, ist dann wahrscheinlich der Terraformer. Des Weltraums. Üt. Hier gibt es ja vielleicht einen Gabelstapler. Ein Forky Lifty. Geworden hier. Hab ich gerade Schritte gehört oder? Ah, oh, Kunde, ey.
Na, das war's schon mal. Wichser, Alter, verrecke, Junge. So ein Knecht. Jetzt müssen wir das erstmal irgendwie hochheilen. Mal zu, du Brett, mein Kojote. Der S-Ring. Weg. Scheiße. Das ist halt eine blöde Situation hier. Problem ist halt. Ich kenne mich halt einfach null aus hier, ne?
Das ist schon mal cool. Hätte nur ja mal zum Heilen halt, ne? In eine Rationskiste hingeschmissen. Habt ihr das gesehen? Ah, Mann, ey. Das Sicherheitsbüro, da brauchen wir doch sowieso ein Lockpick für, oder? Können wir so überhaupt nicht machen. Ich bin der Meinung, das ist hier der Laden rechts von uns. Ja, auch überall immer eine Krokette setzen, ne? Hier hätten wir schon mal Notausgang, das weiß ich noch. War ich mal jetzt zum Anfang. Ich mal richtig hart abgeräumt mit einer Steen. Habe ich hier in der Mülleimer gesessen und zwei Typen, die im Team gespielt haben, auseinandergenommen. Aus Versehen. Schön mit MG42 war nie ausgestattet. Schön dicke Rüstung. Ging alles schön in meinen Stash. Da kommen wir halt verduften. Kann gut sein, dass da unten beim Hochofen jetzt einer kluckt und seinen Quester fertig machen will. Dem wird es ja sicherlich immer noch geben. Diese 90 Sekunden rumkeimen beim Hochofen. So, ab nach Hause. Auch wenn kein fetten Loot ja hab. Haben wir immerhin einen Player gegrillt. Das ist immer schon Freude. Ja, das ist Freude. Ja, der kleine dreckige Camper hat so richtig drauf angelegt, ne? Der wird er da gewartet haben mit seiner Maschinenpistole? Und seinem komischen Tisch da? Aber Glück gehabt, ey, dass er einen schönen Headshot von uns gekriegt hat. Weil er hat gut vorgelegt zum Anfang. Lululul.
Ja, krass, wie schnell so zwei Verbände weg sein können, ne? Da nimmt man sie eh einfach nur mit aus Sicherheit. Und zack, hat man den Ohr gefressen. Ah, aber das freut ihn immer so richtig. Das ist einfach nur ein herrliches Gefühl. Da haben wir unsere Stufe 3. Das ist schön. Ist hier sonst noch was Cooles zu sehen? Headshots. Ah, stimmt, wir haben ja diesen einen Raider noch erschossen. Aber jetzt zwei Headshots. Nee. Die behalten wir mal. Die reparieren wir uns. Nächstes Mal räume ich den Uff. Das Ding spielen wir dann nächste Runde. Hardfix. Da sind natürlich zwei Magazine nicht viel von, ne? Da geht man ja voll auf Konfrontation. Ganz doll. So, das bekommen wir mal auch. Ich habe dafür noch keinen Platz. Stoffreste sind geil. Genauso wie Bleche. Schokolade weg. Unseren Stapel, der kann auch weg. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, unsere eigene ID-Karte auch rauszunehmen. Mir ein treuer Zuschauer verraten, dass es cool ist, die vorher rauszunehmen. Den kriegt man nämlich auch 1000 Rubel für. So. Kniften weg. Messer weg. So. Viel Cash war es nicht, aber egal. Den Forklift, da bin ich ja gespannt, wo wir den sehen. So, Leute. Achso, die Kiste. Nee, okay, das ist ja nur medizinisches Material. Das seht ihr ja, wenn ich aufgeräumt habe. Ne? Wenn ich euch wieder einlade zum Spielen, dann könnt ihr euch mal angucken, wie das jetzt dann bei mir aussieht. So. Ich werde jetzt meine Tochter aus der Kita holen. Ich wünsche euch einen ganz angenehmen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Marauders. Haut rein, Leute.